Hallo zusammen. Das muss er machen. Voller Stress auf die letzte Sekunde hier. Man kennt es nicht anders. Gibst du mir dein Handy bitte? Was machst du da? Dashboard auf deinem Handy. Ich bin selbst hier drin. Ja, geht. Eine Minute live. Ich finde dieses so, komm, wir gehen live, ist immer so ein bisschen gay, oder? Alle Sachen ja nicht, ist immer so ein bisschen, Hast du schon bei dem anderen Video geguckt, ob es rausgeschnitten wurde? Weißt du, hast du bei dem anderen Video schon geguckt, ob es rausgeschnitten wurde? Ich glaube, da wird aber eher das ganze Video gelöscht. Sollte ja kein Schimpfwort sein. Nö, gar nicht. Ja, genau. Zieh es noch ein bisschen tiefer rein. Meine Sicherheitsschuhe habe ich gar nicht an. Aber die Katze ist schon am Start. Die wartet schon. Hey, Nani! So. Na, guck mal an, wie euer Essen hier zubereitet wird. Was machen wir denn heute? Das weiß ich auch nicht. Heute gibt es rheinische, wir haben ja gesagt, wir wollen die rheinischen Klassiker ein bisschen weitermachen. Also gibt es heute Himmel und Erde. Okay, warte mal aus. Was ist der Himmel? Der Apfel. Genau, ja, genau. Der und die Erde ist der Kartoffelpüree. Ja, das Kartoffelpüree. Oder das Kartoffelpüree. Prost. Das Püree, der. Ja. Der Kartoffelstampf. Ach, das Kartoffelstampf. Wie war da? Die Dinger haben wir genommen. Was für Dinger? Hier so Dinger. Maria hat hier so ein bisschen jetzt gerade versucht, das aufzuarbeiten, was sie hier verschlafen hat. Was du verschlafen hast? Ich? Was ich verschlafen habe? Mhm. Nee, wohl nicht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, macht euch aus der Küche. Keiner hat mich gehört. Klar, du hast gesagt, ich muss jetzt gleich noch einkaufen fahren. Was? Okay, fang an. Himmel und Erde, Blutwurst, Kartoffelpüree, Apfel, Soße, Zwiebel. Ja, also wie in in jedem Brauhaus in Düsseldorf, Köln, wo auch immer zu bekommen. Genau, wir haben jetzt hier fürs Kartoffelpüree. Hi Bambi! Ach, Bambi! Ja, alles klar, lange nicht gesehen. Ich glaube, es gibt tausende Interpretationsgeschichten, wie man sowas machen kann als Püree. Man kann es auch, ich glaube, der Klassiker ist aber so. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Gesetz zu gibt. Ich habe es nie irgendwie gegoogelt. Aber. Hat sie mir geschrieben? War auf jeden Fall auf deinem Handy. Okay. Ja. Nee, du nervst nicht, Patrick, aber was haben wir heute für einen Tag? Morgen kommt jetzt über morgen, ich habe morgen noch Zeit. Werde ich noch machen. Gibt es halt tausende Interpretationsgeschichten. Hi, Patrick, geile Hi, Sache. Patrick. Was hat er gesagt? Geile Sache. Himmel und Erde? Ja. Oder Klima? Kälte Klima. Gibt es halt tausend Interpretationsgeschichten, obst du jetzt, also mir würde ein tausend einfach, du könntest natürlich die Zwiebel irgendwie als Chutney machen oder geschmort machen oder in der Soße machen, du könntest den Apfel als Chutney machen, glasiert machen, irgendeine Form geben, wie auch immer machen, es gibt halt da tausend Möglichkeiten, sich da auszutoben.
Wir haben uns jetzt wofür entschieden? Kartoffelpüree? Glasierte Äpfel. Mit glasierten Äpfeln. Das hast du auch so beschrieben, ne? Hast du okay, ja. Das Essen meint er natürlich. Achso. Ja, super geil, oder? Rheinische Klassiker hier in Nersen. Aber Patrick, wir machen leider nicht die Grützwurst. Nee, machen wir tatsächlich nicht. Wenn wir noch ein Päckchen eingefroren haben. Hatten wir aber überlegt. Aber jetzt habe ich gedacht, okay, wir braten die Wurst halt so, wie es halt, so wie es halt sein soll. Finde ich. Obwohl ich auch volle Pulle auf diese Blutwurst stehe. Ne? Das ist, wir reden quasi von so einer Grützwurst, da sind quasi so Gräubchen drin. Das Graupen, ja, ne? Mhm. Graupen drin, die ist halt nicht so fest. Die haben wir, das ist quasi, ist das denn speziell polnisch? Weiß ich gar nicht. Ich kenne es auf jeden Fall daher. Ja. Ist quasi auch eine Blutwurst mit Gräubchen drin und die, ja, also wir haben das jetzt immer so gemacht, wir haben es so von der Polin gezeigt bekommen. Haben wir die immer in Alufolie eingeschlagen und einfach in den Ofen geschoben. Super, super geiles Produkt, super lecker, wirklich gut. Oder wir haben das auch mal auf dem Grill gemacht, glaube ich, ne? Also Patrick meint gerade, die braucht man auch nicht. Wow, 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 wow. Doch, ich finde die gut. Also wir haben jetzt einfach eine klassische Flönz geholt, die wir gleich melieren und einfach braten. Doch, ich finde die gut. Also ich muss sagen, ich finde die gut. Ah, ich liebe sie auch. Reicht das ja, ne? Ich kann mich ein bisschen zurückhalten. Ich habe gerade schon ein bisschen viel gegessen, fand ich. Was hast du denn gerade gegessen? Ja, so ein Brötchen, Käsebrötchen, Äppelkäse. Ich mache das jetzt hier einfach nur ein bisschen kleiner, damit es ein bisschen schneller geht. Obwohl wir eigentlich genug zu tun haben hier. So, kaltes Wasser, wir machen noch ein Curry, das heißt, wir müssen das Wasser vorher nicht salzen. Also Wasser berührt, kaltes Wasser natürlich. Wenn der Kartoffel halt aufsetzt. Wusste ich gar nicht, dass du so ein Fan bist, Pete, von Himmel und Eld. Aber er ist halt ein typischer Rheinländer. Hier habe ich jetzt einfach nur ein bisschen Rinderfond. Ja. Den ich damals gemacht habe für. Fitchbolladin. Genau. Für Bohnensuppe. Den habe ich noch eingefroren, habe ich mir jetzt auch getaucht. Den habe ich nur ein bisschen Sojasauce ein bisschen dunkler gemacht. Ah. Und den bin ich jetzt gleich. Also wir braten nachher die Flönz an mit dem Mehl und so. Und ich habe gedacht, ich mache die Zwiebeln ein. Maria hätte gerne die Zwiebeln in der Soße gehabt. Mache ich aber nicht. Ich mache jetzt ein paar Schmorzwiebeln einfach, ja. Also muss man dazu sagen, ja, ich werde vorher immer gefragt, wie ich es gerne hätte. Und dann machen wir das Gegenteil. Genau, und wenn ich meine Meinung dann sage, normalerweise ist meine Antwort, ist mir egal, wird schon schmecken. Und wenn ich dann meine Meinung sage, wird immer was anderes gemacht, grundsätzlich. Ja, aber ist das jetzt für dich wichtig, dann mache ich das. Nein. Gut. Also, aber dann meckere ich immer über mein Egal. Über was? Über Egal? Ja. Ja, nee, ich will gerne Meinung haben, damit ich das Gegenteil machen kann. Nee, ich habe mir gedacht, das kann man danach so ein bisschen lecker herrichten. Einfach, weißt du? Genau, dafür schäle ich jetzt einfach die Zwiebeln. Ich habe jetzt also eine ganz normale Gemüsezwiebel, ne? Also, das, was jeder so bekommt. Man könnte auch eigentlich so geile Ofenzwiebeln machen oder so. Also, wie gesagt, also, dieses Ding ist halt so interpretierbar gigantisch. Kannst du mich morgen früh daran erinnern, Maus, dass ich den Klimafuzzi anrufe? Klimafuzzi, den Stefan anrufe? Ja. Patrick nennt ihn immer den Klimafuzzi. Ja. Patrick, ist bei euch schon warm oben im Dach oder was? Nee, das Angebot muss ja an. Mhm. Ich muss ja sagen, unsere ist noch nicht angeschlossen, ne? Aber es ist noch vollkommen aushaltbar da oben. Ja, es ist ja noch nicht richtig warm, ne? Also aber das braucht schon irgendwie so ein paar Tage, um sich aufzuheizen. Ja, ne? Ja, ne?
Haben wir noch mehr Female Maus? Ja, aber ich habe dir jetzt nur 4 gebracht. Aber die ist. Ist sie nicht mehr gut? So, das nehme ich jetzt hier raus. Das ist nicht schlimm. Das muss ich so minimal hier vorne. Wichtig. Wichtig, schreibt Patrick. Ah ja, aber apropos Klimaanlage, Schrank, da müssen wir anrufen, dass die da mal die Tür auswechseln kommen. Ja. Ist ja jetzt mal langsam vorbei hier mit Corona. Ja. Die haben gerade im Radio, als wir unterwegs waren, haben die gerade von der zweiten, dass hier das Robert-Koch-Institut von der zweiten, wie sagt man, Infektionswelle oder so. Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, rechnen die mit. Und also die haben sogar gesagt, eventuell auch eine dritte und eine zweite auf jeden Fall. Strange. Machen wir nochmal einfach eine Zwiebel noch dabei. Also wie gesagt, die fallen extrem zusammen, ne? Okay, schreibt Patrick auch gerade hier. Die brauchen eine Zahl, damit die dem Heizungsmensch sagen können, ob der das mitmachen soll oder dann lieber mit Stefan. Ja. Ja klar, verständlich. Ja, ja, ich hab's verpeilt. Ich hab's verpeilt einfach immer. Obwohl mir irgendwann abends nochmal geschrieben hatte, aber ich glaube, ich habe es direkt an dem Abend geöffnet. Die, ne? Wenn ich das jetzt morgens gesehen hätte, wäre es wahrscheinlich was anderes gewesen. Dann lese ich ja nicht, so wie manche andere, wunderbar ihr WhatsApp-Verlauf durch. Meinst du nicht? Nö. Ich hab das schon so gesagt. Also, weißt du, wie ich meine? Nee, ja, ich vergesse es auch. Um 11 Uhr, da schreibst du, liege im Bett, öffne ich das Ding. Und du antwortest dazu nicht direkt. Ja, dann hast du es vergessen. Ja. Ja, das, Ja, oder das hätte ich ja morgens gesehen. Das passiert mir tatsächlich auch. Können wir auch gleich mal abrufen. So, hier schneide ich jetzt einfach auch für den Schrunk raus natürlich, ne? Wie gesagt, man könnte die ja so im Prinzip im Ofen einfach abgedeckt schmoren und dann nachher da dran legen, ne? Oder man nimmt kleine Perlzwiebeln oder sowas, das kann man damit auch wunderbar machen. Aber ich mache jetzt so richtig schöne Schmorzwiebeln, wo richtig die Süße austritt und das braucht einfach nachher die Blutwurst. Davon lebt das Gericht auch einfach, ne? Von Süße, vom Apfel, von den Zwiebeln. Das heißt, schneide ich einfach hier so runter. Patrick weist dich gerade darauf hin, dass es sowas wie einen Kalender gibt in deinem Handy. Ohne Scheiß, ich könnte es dir jetzt zeigen. Ich habe noch nie, seitdem ich ein iPhone habe, was in meinen Kalender eingetragen vom iPhone. Echt nicht? Nein. Der ist so, also so ein richtiger. Da fand ich dieses Ding, was wir mal da runtergeladen haben, das fand ich schon besser. Also es sind auch solche Sachen, wie auf der, ich meine, da kann der Bambi ein Lied von singen. Ich tue ja auch. Ich kann mir sowas. Termine kriegen irgendwann so Verpflichtung. Ja, ich habe deinen Zahnarzttermin auch bei mir eingespeichert. Ja klar, ich weiß nicht mehr, weil ich zum Zahnarzt muss. Habe ich einen Termin? Ja, du hast einen Termin. Ich höre doch jetzt erst da. Ja, und also hast dann einen Termin gemacht für in 6 Monaten dann wieder. Okay. Aber die rufen einen auch immer eigentlich vorher an oder schreiben dann eine SMS oder sowas, ne? Dich, ja. Dich nicht? Kriegt man nicht auch so Karten zugeschickt oder so? Ich glaube, die Karten bekommt man nur, wenn man schon länger nicht mehr war, Schatz. Okay. Ja, dann habe ich ja noch nie eine Karte gekriegt. Ist das hier wieder Schleichwerbung? Apfelsaft ist das. Haben wir ein bisschen Weißwein offen? Mhm. Hast du letztens selbst gekauft? Ja, keine Ahnung, wenn du vielleicht gesoffen hast. Nee. Vielleicht ist ja gut, den ich gekauft habe. Nein? Ich habe mir einen anderen, ich habe also auf jeden Fall einen anderen kalt gestellt. Also das war jetzt tatsächlich.
Schafwein gedacht. Ich habe natürlich auch den Preis geguckt. Ne? Also ich habe jetzt nicht zu Hause gekauft, sondern... Das Billigste, was es gab? Ja, jetzt haben die so gesehen, kommen 3 Euro für eine Pulle Wein, da kostet ein paar Tage nicht schon okay, weißt du? So, die Zwiebeln alle hier rein. Wie gesagt, sieht im ersten Moment viel aus, fällt aber zusammen, ne? Hast du aber jetzt ohne Öl, ne? Bis jetzt, ja. Das habe ich jetzt erstmal da reingetan, weil ich hier Platz habe, so. Nein, Patrick, ich trinke die Flasche nicht immer auf. Du weißt ja, letztens habe ich Moskau Mule getrunken. Stimmt, das habe ich gerade eben weggebracht, die Wodkaflasche, nach 2 Tagen. So, machen wir einen Schuss Öl dazu. Arbeitet es noch, Patrick? Kleinen Schuss Öl habe ich jetzt dabei gemacht. Und jetzt laufe ich in die falsche Richtung. Und jetzt nehme ich mir ein bisschen Zucker. Mal ein bisschen Zucker drauf. Ein bisschen Salz. Und jetzt mache ich das einmal so ein bisschen durch. Kann man natürlich alles vorher machen. So, und jetzt lassen wir die einfach da langsam vor sich hinschmoren. Kommt gleich ein bisschen Butter drauf und sowas, ne? Kannst du mal kurz zumachen, den Schrank aus? Ja. Warum lasse? Hä? Kleiner Wischerei. Einfach mal die Klappe, ey. Nein! Sieht jetzt unappetitlich aus. So. Butter, Butter, Butter. Frau Beste Butter. Hast du wieder Werbung gemacht für die Butter? So. Drehe ich das so ein bisschen hoch, so auf die 7 von 9. Und jetzt kommt hier mal so ein Schlechtchen, ein bisschen Butter mit dazu. Warum stellst du immer diese Frage? Muss ich ja, wenn ich die Heizungsfirma mit der Klima beauftragen muss. Wer stellt welche Frage? Was für eine Frage? Ja. Warum, er hat geschrieben, warum ich immer die Frage stelle. Und einmal einen Ball flach, Junge. Aber welche Frage ist es denn? Ich weiß es nicht. Und das ist halt der Nachteil, wenn das immer so versetzt ist, ne? Ob er noch arbeitet? Ach so, ah ja, bestimmt. Ja, genau. Ja. Ach so. Ey, Moment, ich kann dir nicht versprechen, dass das... Bin ich tatsächlich mal gespannt, was da was so zustande kommt. So. Jetzt kochen wir uns, weil das schmuddelt hier so vor sich hin, ne? Wie gesagt, die müssen richtig schön weich werden. Jetzt kochen wir uns so nebenbei so ein Fond für die Äpfel. Sehen wir, so glasierte Äpfel. Manometer, brauchen wir heute ein Zeug hier, ne? Mhm. Ach, die Zwiebeln brennen aber ganz schön. Hm. Brennen? Ja. Patrick, wir haben auf jeden Fall mit dem Zaun angefangen. Ist jetzt alles schon rausgerissen. Und die... Also nochmal, auch für diejenigen, ich weiß ja nicht, Patrick, du warst ja auch immer so einer, sowas macht man selber. Alter Falter, was die da zu viert gemacht haben, dafür, das hätte ich wahrscheinlich 3 Jahre für gebraucht. Ja, die mussten ja da durch die ganzen Steine durch. Und, die haben die Fundamente rausgeholt. Die alten Fundamente. Ach so, okay. Nee, aber dahin auf der Terrasse von unserem Nachbarn mussten die doch dann da durch. Hat so, der da kein... Ja. Ja. Ja, zumindest stehen die Pfosten schon. Ja, Baum wird gepflastert.
Cotta Silver? Weiß ich nicht. Kennst du den Trick? Hm. Löffel reinhalten, dann geht er schon weg. Ich lasse nur einen Löffel einfach drin. Ja, macht man so, ne? Lass mal so Kelle rein. Wenn man quasi eine Kelle da reinhängt, dann wenn man da in der Kelle reinhängt quasi, und das, also das macht den Anschein immer zu kochen, einfach eine Kelle reinhängen und dann geht es weg. Make-up ist da, hallo! Servus, hi! So, auch interessiert an rheinischen Klassikern, sehr gut. Was gibt's denn noch für rheinische Klassiker? Habt ihr das schon mal? Bohnensuppe? Ja. Der Pfannkuchen, ne? Ja, der Speckpfannkuchen, ja. Meinst du? Ja. Ja, das Möhren durcheinander, was wir schon gemacht haben. Ja, Moriobe. Bohnensuppe. Was gibt's denn noch? So Sauerbraten. Ja, Sauerbraten. Was ist mit. Habe ich schon letztens gegessen. Achso, ja, stimmt. Grünkohl in der Winterzeit. Ist das nicht auch hier sowas? Aber ist Grünkohl nicht eigentlich was Norddeutsches? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kenn's nur von dir. Von mir oder von dir? Nee, von dir. Dass du immer von Grünkohl schwärmst. Ja, genau, aber den ich kaufen kann. Ja, das wird ja dann mit so. Das wird ja auch ganz komisch abgebunden und so in so einem Gedönse, ne? Ja, Sauerbraten. Patrick schreibt Sauerbraten. Ja, finde ich auch gut. Sauerbraten mit Klöße und Rotkohl. Jetzt haben wir die gute Schüssel, die du überlegst. Grüne Schüssel? Ne, ich glaube, ich nehme die hier. Ich glaube, das passt da rein. Nee, ich brauche die andere. Das ist scheiße. Die ist aber in dem anderen Schrank, ne? Welche? Ja, aber passt die in die Mikro nochmal rein gleich, wenn ich das Pudding mache? Das weiß ich nicht. Meckhef meint Döner. Döner? Rheinischen Döner? Geht. Gut. Nehmen wir die. Die hat er zweimal. Ja, man könnte mal so Gyros machen oder sowas, ne? So eine Pita. Also, ja, ist ja, ja doch, ja, okay, ist ein bisschen was anderes, aber ähnelt ja schon sehr dem Tortilla, ne? Also außer dass das mit richtigem Fleisch gemacht wird. Also nicht mit gewolftem Fleisch, sondern mit so geschnitzeltem. Also zumindest steht hier Grünkohl rheinische Art. Und Kölner Art sehe ich hier auch noch. Grünkohl? Mhm. Habe ich gedacht, weil Josch aus links kommt, der kann eigentlich das bekommen. Könnten wir auch rheinische Waffeln machen. So viel dazu. Patrick möchte sich wahrscheinlich noch nicht trennen von den Waffeln. Seine Bindung aufgebracht. Sehen die Zwiebeln aus? Gut, also ne, die brauchen jetzt eine Zeit, bis sie richtig dunkel werden. So, hier oben die Pfanne. Die mache ich jetzt mal so ein bisschen an. Das kommt da gleich rein. Hier kommt jetzt ein bisschen Zucker rein. So. Wachtel gegen Klimaangebot. Ja, das war ja quasi die Anspielung. Hast du noch Kontakt zu Daniel? Ich? Wer ist denn Mecke? Fragst du mich das jetzt? Mm. Ja. Ich meine, der fragt dich, ob du noch Kontakt zu Daniel hast. Ja, aber welcher Daniel? Wenn ich nur einen Daniel kenne. Also ich denke von früher, von deiner Arbeit. Daniel Dickers? Also ich darf ja keine Nachnamen nennen. Das. Hier das Elzum jetzt. Lass das karamellisieren. Dann Dickers, ja. Wer bist du denn?
ich aber nicht. Nee, also so Facebook-Freundschaft? Nee, habe ich nicht. Hier oben machen wir jetzt, also wie gesagt, nur Facebook-Freunde. Man weiß, man sieht halt so, was er macht, ne? Dass er da irgendwo glücklich geworden ist in der Schweiz und so. Ja. Wir waren mal zusammen im Dorint. Also ich glaube, es ist Kevin. Kevin, oder? Me, Kevin. Weißt du? Ah, okay. Welcher Kevin? Ja, ja. Mal hier. Soll ich mal jetzt den Sternis rein? Wie geht's dir? Gut? So, hier ein bisschen, wie nennt man das noch? Nelken. Nelken. So, nennt man's. Und etwas Wacholder. Aber Kevin liebt auch Döner. Genau, also das da oben lassen wir jetzt karamellisieren, das müssen wir ein bisschen Weißwein abmachen, da ein bisschen Apfelsaft drauf, glasieren das, glasieren die Äpfel, dann nehmen wir die raus und dann machen wir nachher unsere Soße drin. Mhm. Man lebt und arbeitet. Ja. Wo arbeitest du denn jetzt? Wie gesagt, ein bisschen Wacholder, ein bisschen Sternis, ein bisschen Nelke. Ja, alles von Rewe. Was? In einer Kälte- und Klimafirma arbeitet er. Was machst du denn da? Ist wahrscheinlich gelogen. Gelogen, oder? Mach mal ein Angebot. Echt hier, Papo 2719 braucht eine Klimaanlage. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum der. Warum das hier sagt. So, was brauchen wir denn hier noch? Milch fürs Kartoffelkühl. Okay, er installiert die nicht. Er baut sie. Achso, okay, er baut ein. Bisschen Milch fürs Kartoffelpüree. Bisschen Butter fürs Kartoffelpüree. Mhm. Aber wo hast du denn die Äpfel, Schatz? Wo die sind? Ja. Hinter dir. Ja, aber das ist gleich, ne? Okay. Kartoffelpüree, ein bisschen Butter hier rein. Darf man hier Werbung machen? Für? Wer fragt das? Mekev. Hä? Mekev, wenn es Kevin ist. Du brauchst drei Innengeräte. Wo willst du das denn alles hinpacken, Patrick? Eins in die beiden Kinderzimmer und eins oben im Schlafzimmer. In jedes Kinderzimmer eine Klimaanlage? Ja, wir werden eins Außengerät quasi haben. Ja. Also ein Splitgerät, ja. Und dann drei Innengeräte. Also das ist dann jedes Mal so ein Gerät, wie wir oben hängen haben. Und jeder Raum hat ungefähr so 25 Quadratmeter. Ja. Aber hängt dann jedes Mal so ein Ding, wie wir oben haben? Ja, genau. Okay. Ja, das ist der Plan. Also fertig, weil ich bin mir sicher, ob so alles funktioniert. Ja, du kannst ja dann den Simon über Facebook anschreiben und wir leiten das einfach an Patrick weiter.
Soll ich dir schon die Äpfel rübergeben? So, das sind auch Nüsse hier. Hier haben wir jetzt die Butter drin, ne? Mhm. Bisschen Kartoffelpüree. Mhm. So, hier wird jetzt gerade Karamell. Das muss noch ein bisschen dünner werden. Mhm. Und die muss noch nicht schneiden? Wen? Die Äpfel? Nee, das mache ich gleich. Also ich koche zuerst mal den Fond komplett fertig und dann machen wir dann. Schneiden wir schon die Äpfel, dass der nicht dauert nicht lange. Schälen wir die Äpfel, schneiden die in Spalten und dann machen wir die dann durch. Das ist jetzt die Karamell, jetzt machen wir hier einen kleinen Stück Weißwein raus. Wir jetzt den Alkohol wieder rauskochen. So, ein bisschen Stärke hier. Ja, bitte. Trio-Spit nennt man das. Aha. So, ein kleines Stück Wasser mit dabei. So, oben ist jetzt das, der Weißwein verkocht. Jetzt geben wir dann einen Schluck Apfelsaft drauf. Von einer Marke, die hier da rein. Sag mal so 300 Milliliter, 400 Milliliter. Das lassen wir jetzt mal ein bisschen einkochen. Der Power Wing. So, hier geben wir jetzt mal nach und nach ein bisschen Wasser drauf. Aber die Frage ist, hast du denn Kontakt zu dem? Zu Daniel? Der richtige, wirkliche Geschmack entsteht wirklich erst, wenn die richtig schön braun sind. So, solange nicht gar ist, ne, wir lassen die jetzt nicht mehr braten, sondern wir löschen die immer noch mit ein bisschen Wasser ab. Wenn wir jetzt wieder, man hört das jetzt, wenn die anfangen wieder zu braten, ein bisschen Wasser mit dabei tun. Ich jetzt meinte, Carbonara wäre mal was Feines. Hm? Carbonara wäre was Feines. So mit Erbsen und Schinken und Sahne. Habe ich schon mal gemacht, Carbonara hier. Aber da hatte ich noch keinen YouTube-Kanal. Quasi alles, ich exportiere das quasi alles, bei Twitch wird das quasi nach 2 Wochen gelöscht. Dann exportiere ich das an YouTube, habe es aber zu spät gerafft. Das Carbonara-Video ist schon leider weg. Kann ich mal nachholen. Aber ohne Schinken und Erbsen. Ja, so ein kann richtiger, ne? Aber kann ich gerne nochmal wiederholen, habe ich mir auch schon mal gedacht. Also wirklich schade ist, dass das Video weg ist, ne? Ja, das wurde ja sowieso die ganze Zeit durch FaceTime-Anrufe unterbrochen. Stimmt, das war das erste, ja. Ich weiß nicht, ob da auch FaceTime an ist jetzt gerade. Da sieht man hier schön wieder schmort. Was ist da mit der Uhr? Ja. Was ist mit der Uhr? Schon eine Dreiviertelstunde. Und dann? Muss ich zur Bücherei? Was machst du denn da? Bücher tauschen. Aha.
Aber wie ist denn hier im Haushalt? Deine Kinder. Achso. YouTube-Channel? Fragezeichen. Bist du da auch unter Smiko? Ja, genau. Habe ich quasi alles nur hochgeladen, was ich gemacht habe, einfach nur zur Datensicherung, weil ich es irgendwie schade fand, dass das weg war einfach. Jeden Abend stehe ich hier, Alter, und kacke wie ein Schwein. Und dann haben die Videos gelöscht. Oh, eine geile Bolognese. Lasagne habe ich gemacht. Ja, Bolognese kann man auch machen, eine richtige Bolognese. Damit besorge ich auch diese so Hühnerherzen und sowas, Hühnerherzen, Hälse und sowas. Zeitspanne für die Bibliothek? Ich muss mich rechtzeitig einfinden, um... Einfinden? Hast du einen Termin richtig? Ja, genau. Ja, ja. Wo denn? 18.45 Uhr. Also eine Stunde noch. Mhm. Ja, aber da muss ich schon da stehen, ne? Ja. Das ist sogar mal Hintereingang. Kommt die Maria ins Hintertürchen. Wird auch mal Zeit. Was? Ja, neue Bücher. So, hier haben wir jetzt richtig schöne Schmutz hier. Ja. Ja, wie gesagt, das war jetzt bis jetzt hier nur der Rinderfond, ne? Den ich ein bisschen eingefärbt habe mit ein bisschen Soja. Den werde ich gleich zur Soße umfungieren. Was denn? Wir dürfen auch Patricks Namen nennen. Dann kann Kevin direkt schreiben. Warum schreibst du den da nicht einfach Patrick? Ey, ohne Scheiß. Außerdem hast du hier vor den Aufstand gemacht, ja, wegen Namen und so, Alter. Weil das Video kann man immer sehen und dann hört man immer deinen Namen. Überleg dir das gut. Wenn irgendwann mal der Fame kommt, Junge, dann... aber vielleicht kennt dich dann auch alle. Als dem mit der Klimaanlage. So, Schmorzwiebeln fertig. Mhm. Die mache ich mal hier so rein. Wo rein? Vorher die Bücher schon ausleihen, also quasi. Ja. Ja? Ich habe, also ich meine, das ist ja jetzt alles da auch online, ne? Man kann es kaum glauben, Bücherei Nersen. Und dann habe ich vorher ausgesucht und mir halt Merkzettel dran gemacht. Und dann kriegst du quasi eine Tüte überreicht. Gehe ich von aus. Also in eine Tüte glaube ich nicht. Ich denke mal. Ja, halt irgendwie die Bücher, aber dann. Ja, genau. Aber du darfst höchstens 10 Bücher tatsächlich aussuchen. Ja, wir haben jetzt 5 und 6 muss ich zurückgeben. So, das lassen wir jetzt noch kurz einreduzieren, dann binden wir das ab und dann holen wir uns mal hier einen Apfel. Das hier leicht ab. Ich würde auch eigentlich mal so ein bisschen Vanille rein machen, habe ich auch nicht. Ich hätte Vanille Zucker. Vanille Zucker? Mhm. Ja, so ein Tütchen? Ja. Na, voll Katastrophe. Da hat keiner gehört. Telefonstreich. Karma, ne? Karma. Ich glaube immer mehr dran. Das war ja, das ist hier der Wohnwichser.
Scheiße. Boah, alter Falter. Ups. Normalerweise bin ich eigentlich sehr stressiger, was das angeht. Darf ich das wegmachen? Danke. Danke, Schwester. Auf den Knien weggemacht, auf den Knien. Du kniest doch gar nicht. So, jetzt binden wir uns das ab. Dann nicht angebraten? Nein. Sondern werden nur so da reingelegt? Nur glasiert, ja. Ja, okay. Jetzt schäle ich mir den Apfel hier einfach, einmal rund. Das heißt, auch nicht jetzt stundenlang vorher irgendwie benutzen, weil ne, oxidiert wird braun, genießt Kind. Darum mache ich das quasi den Fond zuerst fertig. Und schäle jetzt die Äpfel und bearbeite die quasi direkt, dass ich direkt im Koch kann. Sehr beliebt, ne? Die Katze ist nicht da. Wird irgendwo sein. Ist sie rausgelaufen, meinst du? Ja, genau. Ja, aber ist jetzt nicht so cool ohne Zaun. Ist immer noch dieselbe Katze, Kim. Ich hab sie, also muss sagen, ich hab sie überlebt. So, also ich schneide mir quasi Herr Wegen einmal, viertel den und dann schneide ich das einfach hier das Kerngehäuse so raus. Ich kann hier vorne ein bisschen noch Schale ab. Und dann stelle ich so nicht zu kleine Spalten, aber ich sage mal, ich drittel so einen Apfel hier. Ja, dass es nachher so aussieht hier. Das ist zu groß, ne? Na gut, viertel ihn. Was die Platte heißt, ne? Mhm. Also wenn man jetzt so betrieb, würde man ganz vielleicht eine schöne Form geben und so. Aber jetzt hier kurz aus, ist das für den Affen stark. Reicht das ein Löffel? Ja, oder? Klar. Für uns zwei?
Okay, jetzt kochen wir die quasi einmal auf die Äpfel. Die Kartoffeln jetzt auch gleich gut. Dann machen wir unser Kartoffelpüree und dann fangen wir an, unsere Blutwurst zu braten. So, die kochen jetzt hier. Einfach mal so ein paar Minuten kochen lassen. Die sollen natürlich nicht ganz matschig werden, aber die sollen halt schon ein bisschen gegart sein einfach. Man könnte auch wunderbar einfach so ein bisschen frischen Apfel mit so darüber hobeln. Aber wollte Maria nicht. Sag mal, wie es ist. Wollte Maria nicht. So. Wenn jetzt eine Sekunde gekocht haben, ist die Flüssigkeit noch sehr heiß, dann stellen wir das einfach beiseite und machen es nachher mal kurz warm. Der Apfel verliert jetzt natürlich auch wieder ein bisschen Flüssigkeit, ne? Das heißt, muss man eventuell nachher nochmal noch ein bisschen nachbinden. Ich glaube, es passt nicht, weil es verkocht natürlich auch wieder Flüssigkeit, wahrscheinlich optimal sein wird. Das ist super. Ein bisschen Vanille wäre vielleicht ganz geil gewesen, aber alles haben, ne? Ja, Ticken noch. Dann können wir uns aber schon mal der Blutwurst widmen quasi. Dafür nehmen wir uns auch ein kleines Tellerchen. Bisschen Mehl. Bisschen Mehl. Und nachher die Blutwurst, die portioniere ich jetzt und dann wird die nachher einfach nur gewälzt und dann in der Pfanne gebraten, damit die einfach nicht anpappt. Ne? So. So, aber ich habe gehört, man darf auch einfach so Musik laufen lassen. Ja. Wenn man den Titel einblendet, also was irgendwie viele Streamer haben das gesehen. Hörst du? Aber wenn wir den Titel einblenden, was so läuft. So, hier haben wir einfach Blutwurst. Also hat die eine Frau, der ich letztes zugeguckt habe, auf jeden Fall nicht. Die hat jedes Mal, wenn die ein Lied doof fand, einfach ein neues gesucht und gesagt, ah ja, das gefällt mir jetzt gerade. Aber wurde die nirgendwo... Die zugeguckt hast du, die haben aber erst eine Woche bei Twitch, oder? Ja. So, die sind jetzt... Und jetzt so fühlt, die haben noch so leichte Feste, sind aber schon so ein bisschen weich, ja? Also eigentlich optimal, stellen wir uns einfach beiseite und lassen sie oben stehen. Bei der Blutwurst, also das hier ist jetzt einfach, wenn ihr da Blutwurst kaufen geht, guckt einfach, dass ihr eine, ja, könnt ihr einfach in der Fleischtheke oder beim Metzger, könnt ihr einfach sagen, eine zum Braten halt, ne? Mhm. Muss jetzt nicht... Schicks ist da! Hi! Servus! Das war Berlin, ne? Jo. Ja, Grüße nach Berlin. Einfach eine, oder einfach nur sagen, dass ihr eine zum Braten haben wollt. Die hatten jetzt auch verschiedene da. Gibt es natürlich Top-Metzgereien in Düsseldorf. Wir nennen es ja quasi Flöts. Dass sie jegliche Variationen haben. Die Franzosen können es auch gut, muss man sagen. Ja.
Also ganz ehrlich, ich mag das aber auch, wenn, als wir da in Bayern waren und da warme Blutwurst und warme Leberwurst gegessen haben zum bayerischen Kartoffelsalat. Ja, das war geil. Quasi, in Bayern nennt man sowas Kesselfleisch. Da haben die quasi einfach so einen Potter stehen und da schmeißt die den ganzen Tag von irgendwas rein. Und das ist natürlich geil, ne? Also so kleine Blutwürste und so kleine Leberwürste und sowas, die da dann warm serviert werden. Nachdem wir dann so 120 Kilometer gewandert sind, ist das immer ganz nett. Bitte, wie viele Kilometer? Hast du gerade gesagt 120? Okay, ne? Natürlich. So schneide ich jetzt hier so, ich sag mal so 8 mm dick. Können wir mal so schön probieren. Das ist die Stärke. Mhm. Ja, schneide ich jetzt hier so komplett runter. Kannst du die Katze übrigens hinter dir? Ah, cool, ist wieder gekommen. Nee, wir essen das nicht mit Senf. Kommt nachher ein bisschen Senf in die Soße her, aber das bekomme ich jetzt wieder. Ja. Aber das ist ja quasi ein rheinischer Klassiker, genau, mit Schmorzwiebeln. Warte, hier sind sie. Ja. Schmorzwiebeln, glasiertem Apfel und Kartoffelpüree. Ist der Apfel? Die Blutwurst da dazu. Wird der Püree? Heißt halt, ich glaube, Maria hat es halt auch so betitelt als Himmel und Erde, ne? Ja, genau. Himmel quasi der Apfel, Erde quasi die Kartoffel. Ja. Da ist das die Namensgebung. So. Das schmeißt du jetzt in das Mehl rein. Mhm. Aber erst kurz vorm Braten, ja? Mhm. Und wir braten erst, wenn das Püree fertig ist. Natürlich. Machen alles fertig, das letzte, was wir machen. Blutwurst raus und dann quasi, da können wir schon mal einen Teller vorbereiten. Und dann machen wir quasi, ziehen wir die Soße in der Pfanne, wo wir die Blutwurst schnell gebraten haben, und richten wir an, ja? Mhm. Got it? Mhm. Gut, das heißt, hier machen wir uns ein bisschen Papier drauf, wo wir gleich unsere Blutwurst draufschmeißen. Und. Was suchst du? Ich habe so Spritzbeutel. Liegen die noch im Flur? Nee. Hast du weggeräumt? Irgendwo hin. Vielleicht hier unten in den Schrank, wo unsere Backsachen sind? Nö. Hab ich schon mal angeguckt? Bist du dir sicher, dass sie nicht mehr im Flur liegen? Ja, eigentlich schon. Ja, nee. Wo hat er sie hingetan? Bei Schicks gibt es heute Bau und... Was? Bau und Wow. Ich kann es nicht lesen. Hier, Fazzi, was ist denn das? Teig geht gerade hoch. Mal gucken, ob es was wird. Also, habe ich das denn hingetan? Gyoza-Teigtaschen, Asia-Teigtaschen. Hammer. Ist, die Frage ist, bist du eigentlich auch Koch? Obwohl, dann wärst du nicht immer um die Uhrzeit zu Hause, oder? Oder arbeitest du irgendwie so morgens oder sowas? Man kennt ihn, der Verwirrte. Keine Ahnung, was. Ich glaube, ich jetzt gerade in jeden Schrank geguckt, ne? Ja. Guck noch mal in jeden Schrank. Bau sind die gedämpften, gefüllten Brötchen mit Hackmasse. Ich glaube, ich kenne das, ja? Ja? Ich nicht. Ich glaube, du kochst zu wenig asiatisch. Ich? Jo. Ja, mache ich jetzt auch. Ich koche eine Ramen. Mhm. Ich habe mit Joshua gesprochen, was da so in Gewürze reinkommt.
Was hattest du denn vor? Und wir haben keine mehr? Ich hatte, wir haben jetzt eine Arbeit welche mitgebracht. Ja klar, ich habe die in den Flur gelegt. Ja, und dann habe ich die wohin getan? Tja. Boah, ey, nervig. Hast du die in den Keller gebracht? Ja, nee. Zufällig? Nee, dann müssen wir die anderen nehmen. Das war wohl umsonst. Okay, er war Koch. Hatte mehrere Jahre einen eigenen Laden, französische Küche. Da habe ich auch selber gekocht, jetzt wieder angestellt in einem großen Laden, 300 Personen. Ja. Typisch deutsche Küche. Okay, aber also mehr so Masse. Administrative. Ah, okay. Er kocht nur noch als Hobby. Ja, okay. Wir werden es auch überleben ohne. Hab mir die Klappe jetzt. Hey, jetzt sei doch nicht genervt, nur weil du etwas verlegt hast. Feiert Maria jetzt. Oh ja. Weil normalerweise sie diejenige ist, die stundenlang immer sucht. Jetzt bin ich's. Ich suche es stundenlang, weil Simon immer alles wegräumt. Ich verräume es, würde man sagen. Jetzt habe ich es zu verräumt. So, jetzt kippen wir die ab hier. Hey Schatz, das ist auch wieder Karma, will ich schon mal sagen, ne? Karma. Nee, ich glaube, deine Karma-Punkte hast du schon alle aufgebraucht. Das ist kein Karma. Das ist mich selber schuld, weißt du? Die Qualität ist schlecht. Die arbeiten mit so einem Busunternehmen. So, also richtig Touri-mäßig. Okay. Hat ein Team von 30 Leuten. Also nur Köche. Ja. Ich meine, wenn da 300 Leute reinpassen. Also hier habe ich Spritzbeutel. Ah, wo hast du die denn jetzt gefunden? Wo hast du die gefunden? Ich hatte die ins Kämmerchen da gelegt. Ah, und das ist dir jetzt gerade mal so eben eingefallen? Ja, genau, das ist noch die einzige Möglichkeit, die ich habe. Aha. Dass wir da hin zurücklegen? Nein. Leg sie doch einfach zu unseren Backsachen. Ja, zu Marias Backsachen. Zum Vanillezucker kriegst du. Nein, der Vanillezucker wäre oben. Bei den Lebensmitteln. So, hier, die hat sie jetzt aufgedämmt. Jetzt kommt die Kartoffeln dazu. Für der Butter. Ja? Aua. Ich hab gedacht, du stampfst hier drüben. Ja, Mann, nee. Okay. Ja, mit so vielen Pötten kommst du dann auch in so einer Küche an die Grenze hier, ne? Ja, aber da merkt man dann doch, dass es eine normale Küche ist. Das Talent. Ja, aber Schicks hat keinen Bock mehr auf diese Gastronomie. Okay. Ja. Manchmal habe ich auch dieses Gefühl von. Aber am Ende des Tages macht es halt doch immer wieder Spaß. Ne? Also, guck mal, auf Twitch holt er sich aber Inspiration und guckt lustigen Leuten zu. Danke. Bisschen Salz. Bisschen Muskatnuss. Okay, nicht mehr auf so Hummer- und Kalbsfrieskische. Er lebt für die Gastronomie. Ja, ist halt, also ich bin da eher so veranlagt, dann dass mir das dann halt schon was gibt, wenn ich das mache, ne? Also, wenn ich dann halt solche geilen Produkte verarbeite und wie soll ich das sagen, mir geht das schon einer ab, wenn ich da abends so Pünktchen und Strichchen und hier ein bisschen von und da und dann so, das finde ich halt schon, das macht halt schon Spaß. Ne? So, ich habe jetzt hier quasi ein bisschen Salz, Muskat, die Butter nicht erwärmt, verliert immer Geschmack.
Aber Milch hast du jetzt nicht reingemacht, ne? Doch, habe ich. Hast Würde du? Man normalerweise auch warm dazu geben. Aber habe ich es nicht gemacht. Das ist halt das Ding so. In der Gastro würdest du, also in der Art von Gastronomie, die wir machen, würdest jetzt hier das Ganze nochmal durch ein Sieb streichen, hättest halt so ein richtig feines Püree und das ist dann so, das ist dann schon geil irgendwie, ne? Das ist jetzt auch lecker, ne? Aber das andere ist halt irgendwie nochmal so, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Aber Schicks meint, sein Leben ist so schön geworden, seitdem er nicht mehr dieses Shishi machen muss. War auch so ein Dekorationsfetisch. Aber arbeitest du denn montags bis freitags dann in diesem Laden oder schon am Wochenende auch? Die Touristen sind doch ein, zwei Wochenende am Start, ja? Ja, ja, okay, eigentlich schon. Ja, aber wenn er selbst nur, der ist ja alles organisiert. Das ist so Marias Ding. Ja, aber auch so zufällig angeboten bekommen, ne? Mhm. Und mit dem Gehalt konnte er nicht ablehnen. Das hat auch so ein Ding. Das ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, so, die Bezahlung stimmt einfach, ne? Einfach jetzt gerade. Das ist schon in Ordnung, so, wenn man das mit dem Trinkgeld aufrechnet und so, ist das schon. Das ist schon. Ja, gut. Wir haben jetzt noch ein bisschen Milch dazugegeben. Ja, ich habe mal probiert, dann noch ein bisschen Salz. Pfanne auf, parallel, die Blutwurst. Dann quasi alles fertig. Die hast du aber jetzt schon, machst du jetzt schon heiß? Ja, geht los jetzt. Hast du beide Platten an? Hm? Hast du auch die andere Platte? Welche? Also, das große Ding? Ja. Okay. So. Dann nehmen wir uns jetzt einfach einen Löffel gleich. Habe ich das schon mal gezeigt, ne? Also man kann das Püree jetzt auch wunderbar vorbereiten. Und wenn ihr das dann nochmal in der Mikro warm macht, dann müsst ihr das einfach nur so ein bisschen aufschlagen einfach. Wenn ihr keine Mikro habt, könnt ihr das natürlich einfach im Topf mit ein bisschen Flüssigkeit mal warm machen. Nur gucken, dass ihr nicht zu viel dazu gebt. Hat sie mir vom Finger gelutscht. Altes Schwein, ey. So, gut, ist Salz, ne? Wenn du das sagst. Hat dir nicht geschmeckt, doch. Also nein, mir schätzt auch mit diesem. Also, so wie es war, schmeckt. Oh nein, der Teig ist nichts geworden. Ach, scheiße. Sorry, wenn Berlin jetzt nicht 700 Kilometer weg wäre, würde ich sagen, aber das ist ein Blutwurst. Mach ich gleich mal warm. Hier machen wir jetzt ein bisschen Öl rein. Die Teigplatten sind TK, da geht nichts schief. Ich muss das ja mal googeln, ne? Ja, wo ist sie? Also ich versuche das dann nachher so ein bisschen kunstvoll auf den Teller zu bringen, ja? Man merkt, er kann es einfach nicht ablegen. Man natürlich weiß man nicht, ob das hier funktioniert durch diese Tülle mit dem nicht durchgestrichenen Püree. Normalerweise ist es ja immer durchgestrichen.
das hier? Hm? Okay. Mhm. Super, dein Teig ist scheiße geworden. Ja. Ja, wie gesagt, die Pfanne auch ein bisschen warm werden lassen, ne? Also jetzt nicht in so eine kalte Pfanne legen. Hm. Da finde ich cool. Warum versucht der Chicks das nochmal? Ja? Ja. Der weiß jetzt noch nicht, wo der Fehler dran lag. Aber das ist einfach sieht nur auf jeden Fall ganz gut aus im Internet, die Fotos, die ich gerade gegoogelt habe. Das ist einfach nur ein Teig aus Mehl, Wasser. Was ja, hier? Nee, ich habe jetzt kein. Ja, aber nee, ich meine nicht dich, ich meinte eigentlich auch den Chicks auf der. Stärke und Backpulver ist auch dran. So, Pfanne ist heiß genug. Man muss halt sagen, am Ende des Tages, also das ist schon eine Herausforderung hier, ne? Weil du halt wirklich viele Pfannen hast und alles, ne? Gucken musst, dass alles recht gleichzeitig fertig wird. Also das ist quasi das komplette Gegenteil von meinem One-Pot-Gericht, ne? Also so Eintopfmäßig. Für zu Hause schon nervig. Aber Arbeit wird jetzt einer das Püree nach vorne geben, einer die Blutwurst nach vorne geben. Der dritte wird vorne stehen und anrichten. Hast du jetzt gerade echt eine Scheibe gegessen? Jo. Ist aber gleich eine Scheibe weniger. Das war gar nichts, okay. Du wirst nicht zu kurz kommen. Das Zeug klebt wie Hölle. Müsste eigentlich so ähnlich wie Buchtelteig sein, von der Konsistenz her. Ah, okay. Und dann richtig fluffig aufgehen. Mal die nochmal oben warm. Ja? Das kann man mit Brille nochmal kurz reinziehen in dem Mikro. Die Äpfel? Ja, die Äpfel mache ich jetzt nochmal warm oben. Mhm. Perfekt so. Was mit der letzten Scheibe? Hat die nicht mehr reingepasst? Eigentlich nicht, ne? Ist ja. Oh, passt doch. Du scheiß Spielschwer im Feuer von einem Ding. Der hätte sogar noch eine Scheibe reingepasst. Wer sagt das? Ja, die Lücke sagt das. So, hier, jetzt machen wir das hier gerade warm, schlagen das wieder mal auf. Action Jackson, jetzt müssen wir hier drehen. Weißt du, was, ne? Dass man keinen Platz in der Pfanne hat, wenn es voll ist? Kann man nicht hungern. Wenn ihr jetzt eine zu weiche habt, ne, dann zerläuft die halt. Die hält halt die eine Zeit lang. Also irgendwann zerläuft die, glaube ich, auch, aber fahren wir kurz von der anderen Seite an. In Küchenhaus. Gucken, dass die Kartoffelpüree nicht explodiert.
So. Dann kommen wir zum Blutwurst herauf. Die Äpfelchen kochen gerade auf. Nicht ja, stimmt? Nee, ausmachen. Ausmachen, okay. So. Kommt jetzt hier so ein Schluck rein von der Brühe. Und jetzt so ein bisschen von den Apfelkuchen rein. Warum haben wir jetzt ein bisschen von dem Apfelkuchen da reingeschüttet? Also der süße Weg, weil das lecker ist. Jetzt binde ich das ein bisschen ab. Kannst du mal bitte kurz. Was mache ich? Einen Teller raus, einen Untersetzer raus und für die Blutwurst. Einen Untersetzer auf den Tisch? Jo. So, ja, und jetzt binde ich das ein bisschen ab hier. Warte, ich sehe nichts. Ich habe schon ein bisschen abgebunden hier. Mhm. Hier ist auch noch mal ein Stück Butter mit dazu. Da hast du ja jetzt schon das halbe Paket aufgebraucht. Muss ich ja nicht noch mal extra sagen, oder? Die Butter lassen, die Butter lassen wir jetzt extra nur hier drin schmelzen. Dann kriegt die Soße nochmal richtig schön Glanz. Mal probieren. Salz dazu. Und fertig. Sehr gut. Jetzt haben wir quasi alles zusammen. Das richten wir an. Blutwurst. Äpfel. Unsere Zwiebeln. Der ist noch so ein bisschen lauig. Spielt auch wieder ganz Kindergartenbefehl hier rum. Man kennt sie. So, und jetzt hatte ich ja, jetzt mache ich hier noch unser das Pü mache ich quasi hier rein. Erstmal jetzt so ein paar anschauliche Portionen, Maria, ja? Und nicht, dass du denkst, du kriegst gleich nur 3 Scheiben Blutwurst, ja? Okay, also nur für das Bild, ja? Mehr Püree haben, ja. Was denn? Also, Schix denkt, ich werde satt und du verhungerst bei dieser Portion. Also, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. So schön so glasierten Äpfelchen hier drauf.
Aber jetzt kommen noch ein paar Schmorzwiebeln drauf. Jetzt extra keine Locken abgestochen, sonst werde ich hier noch als keine Ahnung was anstellen. So? Ist gut, oder? Das sieht super lecker aus. Was denn? Gleich das gewischt haben? Da wird sogar der kleine Tropfen weggewischt. Was? Da wird sogar der kleine Tropfen weggewischt. Natürlich, also wenn ich mir jetzt die Mühe gebe, dann war ich, ne? Ja. Und so, jetzt kommt noch ein bisschen Dötchen da drauf. Ich hier nur einmal durch, weil ich habe ein bisschen Haut gezogen. Aber dann ist es soweit. Hätte wahrscheinlich keinen gestört, aber naja. Da kommt ein bisschen Soße hier zu. Was denn? Jetzt fällt Heinz Ketchup drauf. Richtiger Kunstbanause geworden, ey. Super lecker aus auf jeden Fall. Schöne Grüße an Josh. Warum hat er gesagt, du musst einen Strich machen? Nee. So, Freunde, das war's. Straight Outta Meersen, das ist das. Am Wochenende kochen wir auf jeden Fall Muttertagsmenü vom Betrieb aus. Da werden wir so ein bisschen Unboxing machen. Wir machen quasi eine Box und ich werde die mal Freitag oder Samstagabend, keine Ahnung wann, eher Samstagabend werde ich das machen. Und dann gucken wir einfach, was wir morgen kochen, so übermorgen kochen. Also die Woche kann ich jetzt nicht so durchtakten, da muss ich halt auch gucken, dass es so ein bisschen was im Betrieb passiert. Bis morgen. Gehabt euch wohl. Schönen Abend. See you tomorrow. Was hin? Nochmal hier in die Kupferkasserolle. Übertreiber. Schönen Grüßen nach Berlin.